Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr bei eurem Klimabedienteil die Temperatur synchron verstellen könnt. Und zwar ist es eigentlich immer so eingestellt, dass ihr die Temperatur hiermit regelt. Das heißt, ihr stellt hier ein 22, 21,5 und der Beifahrer kann sagen, nö, ich möchte es noch ein bisschen kühler haben, ich möchte auf 20 Grad oder ein bisschen wärmer, je nachdem. So habt ihr es immer asynchron verstellt und ihr könnt das ganz einfach ändern, indem ihr einfach auf Auto drückt und diese Taste für 2 bis 3 Sekunden gedrückt haltet, also 21, 22, 23. Ich mache mal hier wieder ein bisschen runter, damit das nicht so laut ist. Und schon könnt ihr das Ganze synchron verstellen. So, und das Ganze bleibt so lange gespeichert, auch wenn ihr Zündung anmacht, Zündung ausmacht, Motor an, aus, egal, bis der Beifahrer separat wieder wählt. Er ist auf 22,5. Und schon ist beides wieder asynchron. Wenn ich das jetzt gedrückt halte, passt der sich automatisch dieser Temperatur an, wie ihr sehen könnt. Ich zeige es nochmal. Geht jetzt auf 24, der geht jetzt gleich runter auf 22. Zack. Egal, was ich hier eingestellt habe dann, ne? Und schon könnt ihr synchron die Temperatur erstellen oder verstellen. Ja, ist vielleicht eine kleine Erleichterung. Und ja, das war's im Prinzip schon. Vielen Dank fürs Zuschauen.